Boah, ist schon relativ viel los hier. Wir laufen jetzt hier Richtung Strand runter, Hua Hin Beach, noch etwa 200 Meter. Oh, Nachtisch. Und bis jetzt ist die Verbindung noch stabil. Da kann ich mal wieder neue T-Shirts kaufen. Oh, hier gibt es noch Feuerwerk. Chicken Kebab. Okay, dann ab ins Getümmel. Wer sagt Hallo? Gute Rutsch. Ja, Verbindung ist noch gut. Sehr gut. Ja, vielleicht habt ihr Glück und ihr könnt das Feuerwerk sehen, wenn es tatsächlich jetzt stattfindet. Volltreffer. Ja, danke. Schön, überall gibt es noch ein bisschen Street Food. Oh, das schaut auch sehr gut aus da. So, wir sind am Strand. Strand, the place to go. Jetzt müsste eigentlich dort vorne, etwa dort vorne müssen die Schiffe sein mit dem Feuerwerk. Also wir sollten noch etwas nach rechts gehen, damit wir das Spektakel auch voll drin haben, aber hier unten ist schon ziemlich viel los. Also ich glaube, also da ist übrigens das Hilton, Leute, einfach so, dass ihr wisst, wo wir sind, hier Hilton, Hua Hin, das ist der obere Teil vom Strand, hier geht es wahrscheinlich etwa, wie lang ist der Strand? 10 Kilometer oder mehr, das ist fast alles voll mit Leuten. In Mitte vom Strand sind dann auch die ganzen Discos. Ich gehe ein bisschen nach hinten, gell? Das ist brandgefährlich hier unten. Das ist das, was ich euch immer gesagt habe, Leute. Ah, der kommt noch mit dem armen Hund an den Strand. Die sind krank, ich sag's euch. Leute, was habe ich euch gesagt? Wann war es? Im Stream von vorgestern. Genau das habe ich gesagt. Die stecken die Raketen in den Sand und dann explodiert das. Ah, das arme Hundi. Der hat natürlich Angst, Mann. Wie dämlich, den Hund an den Strand zu nehmen, wenn es Feuerwerk hat. Oh, shit. Ich hab's gar nicht gerafft. Das ist ja... Oh, weg da. Ist auch krass, he? Das ist Feuerwerk vom Hotel. Wir stehen da gerade neben einer tickenden Zeitbombe. Schmeiß mal ein Streichholz rein, John. Ja, weg da. Ja,
Hey, aber ich meine, du bist ja Sprengstoffexperte. Wenn da jetzt ein Feuerwerkskörper, eine Rakete reinfliegt, geschieht nichts. Oh, es geht los. Es hat schon begonnen. Es hat tatsächlich schon begonnen. Ja, yeah, I saw it, ja. Yeah. Jetzt kommt der Randa. So Leute, das ist das Feuerwerk vom Hua Hin Beach in Thailand. Pünktlich um 22 Uhr ging es los. Ist jetzt 5 vor, ja? Ja, haben sie ein bisschen früher gestartet. Schon krass. Letztes Jahr waren wir dort vorne, wo das Feuerwerk stattfindet. Hätte nicht gedacht, dass das so weit weg ist hier hinten. Ist doch noch viel zu früh, ja? Wir leben hier in der Zukunft. Nee, es ist doch nicht Neujahr, die machen das Feuerwerk hier um 22 Uhr. Weil es ist schon nicht dasselbe, wie wenn du vorne, dort vorne am Strand stehst. Man hört das. Das ist brutal. Also, so auf die Distanz, es ist schon viel, viel kleiner. Frau Mario, nee, das ist in Hua Hin, gegenüber von Pattaya. Ah, ich habe schon wieder Hunger. So die ganzen Gerüche in der Luft da. Oh, es riecht so gut. Überall Essen. Fangen Sie mal an, Apfel gehen. Ha? Langsam ein Rappler geht. Pinkeln, oder? Ja, ich auch. Was ist dann Inder? Hast du da schon mal gegessen da beim Inder? Ja. Und? Nicht gut. Okay. Es war viel zu teuer und viel zu schön. Gibt es in Hua Hin einen Inder, wo du sagen kannst, da sollte man mal essen gehen? Ich habe gehört, der indische Restaurant da, wo ich wohne, ist sehr gut. Ah, der, ja, dort habe ich schon gegessen, das stimmt, ja. Aber das ist halt auch obere Preisklasse dort. Aber das ist sehr gut Pizza da, ja? Da, ja, da habe ich auch schon gegessen. Sogar während Covid habe ich das Gefühl gehabt, war noch mehr los. Gut, wir waren jetzt auch am oberen Strandabschnitt. Aber da, wo ja, dort wo das Feuerwerk ist, ja, das ist vielleicht schon noch ein bisschen mehr.
plus minus. Ja, wir haben doch im Market nicht gegessen, oder? Ja. Ich war halt noch dabei und wie hieß der noch mal wieder? Urs war dabei. Bleibt gesund und wir sehen uns nächstes Jahr, also morgen wieder. Morgen bin ich auch wieder am Start. Bis dann, Grüße aus Thailand.